die 7. Ausgabe des Golf ist für die Wolfsburger ein ganz wichtiges Auto. Seit 38 Jahren wird das Auto gebaut und 29 Millionen Mal wurde er bisher verkauft. Also eine Erfolgsgeschichte, die man mit ihm hier fortsetzen möchte. Dieser Wagen ist unbestritten ein Bestseller. Beim diesjährigen Autosalon in Paris vor wenigen Wochen war die 7. Generation der Star der Messe. Zeit, ihn endlich fahrend unter die Lupe zu nehmen, denn schließlich kommt der neue Golf schon im November zu den deutschen Autohändlern. Leichtbau ist einer der Schwerpunkte der neuen Generation. Neue Fertigungsverfahren machen die Bauteile leichter. Die Karosserie ist in Summe 23 Kilo leichter geworden im Vergleich zum Vorgänger. Das haben wir erreicht ohne den Einsatz von teuren Werkstoffen wie Aluminium oder Magnesium. Wir haben dazu drei Leichtbauansätze verfolgt in der Karosseriestruktur. Zum einen verwenden wir hoch- und höchstfeste Stahlsorten. Die Warmumformung ist hierbei der entscheidende Schlüssel zum Erfolg. Des Weiteren setzen wir Material gezielt nur dort ein, wo es belastungsoptimiert benötigt wird. Und der dritte Punkt ist der sogenannte geometrische Leichtbau. Das heißt, wir haben intensiv alle Profile und alle Bauteilflächen intensiv optimiert. Herausgekommen ist ein Golf, der insgesamt 100 Kilogramm leichter und bis zu 23% sparsamer ist als sein Vorgänger. VW bietet zwei Motoren an, am Anfang einen Diesel, einen Benziner. Das hier ist ein 2 Liter TDI mit einer Leistung von 150 PS, Verbrauch 4,1 Liter. Besonders gefallen hat mir der kleine 1,4 Liter Benziner. Der hat nämlich eine Zylinderabschaltung und das ermöglicht einen Verbrauch von nur 4,7 Litern. Zu diesen sehr guten Werten tragen auch das serienmäßige Start-Stopp-System und ein Rekuperationsmodus bei. Hier noch einmal alle Fakten zum 2 Liter Diesel auf einen Blick. Das Design des neuen erforderte einiges an Fingerspitzengefühl. Zum einen muss man bedenken, der Golf ist eine Ikone. Und mit Ikonen muss man sehr behutsam umgehen. Der 1er war ein sehr, sehr erfolgreiches Auto von Beginn an. Und wurde dann über alle Generationen der Zeit eben angepasst, über neue Designthemen, über Innovationen, die eingeführt wurden. Trotzdem, diese Klammer Golf ist immer geblieben und jeder Golf hat über jede Generation verteilt einen eigenen Charakter entwickelt. Und das haben wir natürlich beim 7er auch gemacht. Vor allem an der Front hat das Design neue Kniffe erfahren. Dieses Chromelement, was wirklich auch physisch Scheinwerfer und Grill miteinander verbindet und dann in die Seite läuft, ist das neue Designthema des 7er Golf. Und auch in der Schürze wirken die Linien neu, gleichzeitig vertraut. Im unteren Bereich des Golfs haben wir auch eine Neuerung, nämlich dass wieder viel Wagenfarbe gezeigt wird. Ein Golf guckt immer sympathisch, hat immer ein Lächeln im Gesicht und das haben wir jetzt auch betont mit sehr viel Wagenfarbe. Eine U-förmige Linie bildet das Tagfahrlicht. Die Scheinwerfer haben eine markantere Struktur. Unten in der Schürze verbirgt sich ein Radarsensor. Er liefert Informationen für die optionale automatische Distanzregelung ACC. Also wichtig ist ja, beim Golf ist erstmal die Silhouette, ist über die Jahre zum Markenzeichen geworden. Die Silhouette mit dieser aufrechten, ganz markanten C-Säule. Und beim 7er ist jetzt eine Sache sehr, sehr wichtig. Das ist im Prinzip die neue Plattform, auf der neue Golf steht. Und das ist die MQB, unser modularer Querbaukasten, der nicht nur funktionelle und produktionsspezifische Vorteile hat, sondern uns im Design auch sehr zugute kommt. Das Vorderrad ist nämlich ca. 50 mm nach vorne gewandert. Dadurch ist der Überhang kürzer geworden. Und das Ganze in Verbindung mit dieser sehr horizontalen Motorhaube erzeugt halt den Charakter, dass die ganze Kabine auf dem Hinterrad sitzt. Also wir geben dem Golf eine Art Premium-Proportion. Also Premium-Proportionen kennen wir ja beispielsweise von Oberklasse-Fahrzeugen. Die haben eben eine ganz, ganz lange Motorhaube und die Kabine sitzt sehr weit hinten. Und in diese Richtung gehen wir jetzt mit dem Golf ohne, und das ist ganz wichtig, die Funktion einzuschränken, weil der Innenraum ist ja sogar größer geworden. 6 cm ist der neue länger geworden. Das macht sich beim Platzangebot bemerkbar. Das serienmäßige Display in der Mittelkonsole wird mittels Touch-Funktion bedient. Neben dem manuellen steht auch das Doppelkupplungsgetriebe DSG zur Wahl.
Reichlich Platz gibt es auch im Kofferraum. Er ist in der Normalkonfiguration um 30 Liter gewachsen. Natürlich darf ein Dachkantenspoiler nicht fehlen. Doch jetzt zurück auf die Straße. Wie fühlt sich der neue an? Also bei der Fahrwerksabstimmung gibt es nun wirklich nichts zu meckern. Das Auto ist sehr straff abgestimmt, aber nicht unkomfortabel. Das bedeutet für mich, eine Runde auf der Nordschleife ist genauso möglich wie die Ausfahrt am Sonntag mit der Familie. Und wie fällt das Gesamturteil aus? Kann der Neue den Erfolg fortsetzen? Zum Schluss mein Fazit zum neuen Volkswagen Golf. Ich denke mal, es gibt nichts zu meckern und ich glaube, auch dieser hier wird wieder Klassenprimus.